Ja, hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Tutorial. Und wie ich schon angekündigt habe, ist das die Fortsetzung zu dem Video, wie man den selbstprogrammierten Error erstellt. Und den Link zu dem anderen Video steht unten in der Beschreibung, der Link. Ja, so. Und ja, heute zeige ich euch einfach nochmal, was es da alles für Zeichen gibt und so. Und wie ihr das mit unterschiedlichen Button hinkriegt. Letztes Mal war das ja so, nur mit dem OK-Button, und diesmal was Neues ausgesucht. Kann man zum Beispiel noch OK und Abbrechen Button einbringen und dieses Zeichen hier. Und ich zeige euch einfach mal, wie ihr das alles machen könnt. Also, ich kopiere das jetzt einmal hier ganz kurz. Ne, komm, kopieren wir uns das, weil wir ja mit was Neuem arbeiten. So, Steuerung C. Ich öffne das jetzt mit Notepad, aber ich programmiere das Ganze wieder im Editor, damit ihr es also auch ohne Notepad nachmachen könnt. Und ja, den Link zu Notepad zum Download kann ich euch natürlich auch nochmal reinschreiben. Aber erstmal jetzt hier. Also, dieses Warndreieck geht, wie schon angekündigt, mit 48. Dann gibt es das Ganze auch noch mit dem Infozeichen. Das wäre 64. So, ups. Tja, das sehe dann so aus. Wartet ganz kurz. 64. Datei. Speichern. Okay, das war unnötig. Laber nicht jetzt. Laber nicht, ich bin in der Aufnahme. Geh weg. So, und wenn wir dann draufklicken, gibt es hier das Infozeichen. Und ich werde euch die Liste zu den ganzen Zeichen mit den Nummern in die Beschreibung packen. Und jetzt kommen wir zu dem Button. Das macht ihr ganz einfach hier. Da seht ihr jetzt, letztes Mal war das einfach so. Das gibt ja nur das Infozeichen und einen einfachen OK-Button. Und wenn ihr da jetzt noch unterschiedliche Button hinhaben wollt, dann macht ihr einfach Plus und dann eine Zahl zwischen 1 und 4, glaube ich. Das schreibe ich euch aber auch nochmal in die Beschreibung. 2 wäre zum Beispiel b.vbs, nenne ich das jetzt einfach mal, speichern. Oh, da unten ist es Magic. So, das wäre dann zum Beispiel abbrechen, wiederholen, ignorieren. Und ja, die ganzen Sachen schreibe ich euch auch in die Beschreibung. Und ich hoffe, ihr wisst jetzt auch, wie das geht. Und ja, das nächste Tutorial kommt sicher bald. Ach so, auf unserer Homepage könnt ihr euch unter Downloads etwas sehr Cooles von mir selbst programmiertes downloaden. Mehr will ich dazu aber nicht sagen. Geht einfach mal auf den Link, der jetzt unten in eingeblendet wird, und ja, guckt ja mal nach, was ich da für euch programmiert habe. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder.